Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und damit auch herzlich willkommen zurück zu E-Scootern, E-Scootern und E-Scootern hier aus Berlin. Ja, am letzten Wochenende gab es ja gar kein Video von mir, dafür gibt es dieses Wochenende zwei, zumindest wenn das Wetter mitspielt. Wir schauen uns nämlich den brandneuen Denver Odin an. Ja, der hat erst in diesem Jahr seine Zulassung erhalten, ich meine Mitte Februar, und ist jetzt auf dem Markt und schon zu einem Schnäppchenpreis von 399 Euro zu bekommen, zumindest im Angebot. Den Link habe ich euch unter das Video gepackt, da können wir gleich mal schauen, ob der immer noch für den schmalen Taler zu haben ist. Ist nämlich eine ganz schön interessante Kiste. Wir haben hier einen 350 Watt Heckmotor und auch einiges an Akku. Ja, was so im Detail damit los ist und so weiter, das schauen wir uns natürlich jetzt an. Los geht's. Ja, und dann legen wir auch direkt los. Ich drehe den Karton nochmal um, damit ihr den auch von der anderen Seite seht. Und dann packen wir die ganze Kiste aus. Was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, der Karton wurde nicht sehr gut behandelt von der Post. Denn man sieht, der ist ja hier schon ganz schön eingedötscht. Ich hoffe, dass der Roller trotzdem noch ganz geblieben ist. Aber wie gesagt, wir schauen uns mal kurz die Rückseite an. Hier vorne sehen wir ja nur den Roller an sich. Jetzt sehen wir den Karton nochmal von der anderen Seite. Da ist so ein bisschen aufgedruckt, was uns hier erwartet. Uns erwartet nämlich einen 10 Amperestunden Akku und wie wir sehen, einen Hinterradmotor. Zugelassene Leuchten ist klar, sonst wären wir nicht auf dem deutschen Markt unterwegs. Was ich auf jeden Fall schon mal spannend finde, ist, dass das Trittbrett zumindest auf dem Foto sehr, sehr schmal aussieht. Und da bin ich wirklich mal gespannt bei dem schmalen Trittbrett, ob das in Natura auch so ist, weil da sollen ja Zellen für 10 Amperestunden drin sein. Okay, wir packen die Kiste jetzt auf jeden Fall mal aus. Oh, wir sehen ein Meer aus Schaumstoff. Also der Karton ist wirklich alles andere als stabil. Zum Glück war so viel Schaumstoff drin. Ich hoffe wirklich, dass nichts kaputt gekratzt ist oder so. Mal gucken, ob ich ihn jetzt rausheben kann oder ob ich das montieren muss, während es noch in der Packung ist. Ah, hier kommt noch was. Also Netzteil habe ich schon mal gefunden und hier haben wir dann eine Bedienungsanleitung. Die gibt es auch in deutscher Sprache, auch zum Download habe ich schon gesehen. Und ein bisschen Werkzeug und Schrauben, so wie wir das gewohnt sind. Hier haben wir die Datenbestätigung. Ja, und dann mal raus mit der Kiste, ne? Bin gespannt. So, ja, so kommt das gute Stück dann aus der Packung. Wir befreien ihn jetzt mal noch vom restlichen Schaumstoff und der Folie und dann gucken wir uns das Ganze mal an. So, also eingeschraubt habe ich den Lenker jetzt noch nicht. Ich habe es einfach nur mal hier so zusammengefummelt. Wie gesagt, die komplette Technik war schon verbunden. Man braucht tatsächlich nur noch die Schrauben hier befestigen. Auf den ersten Blick macht das auf jeden Fall alles einen sehr guten Eindruck. Was mir direkt auffällt, ist, dass die Lampe, die Vorderlampe, die hängt hier noch so lose in Luftpolsterfolie rum. Ich vermute, die müssen wir auch noch anschrauben. So, dann schraube ich die Sachen jetzt mal alle fest und dann gucken wir mal ordentlich. Ich sehe schon, ein Reflektor ist auf jeden Fall gebrochen. Das bleibt natürlich nicht aus. Hier seht ihr die Splitter vielleicht. Das ist natürlich ein Transportschaden, ne? Aber naja, mal gucken. Ja, das ist wirklich völlig kaputt gegangen. Da müsste ich einen neuen besorgen. Ja, das ist nicht so schön. Ich weiß noch nicht, wie es auf der anderen Seite aussieht. Das seht ihr ja jetzt schon. Ist ja ganz geblieben. Noch einen Ständer stellen. Naja, ich schraube jetzt erstmal die Lampe ein und mache den Lenker fest. Und dann kann ich ja immer noch was zum Transport sagen. Also der war wirklich nicht so nett. Ich sehe hier auch überall Kratzer schon. Echt nicht okay.
Aber Riesenreifen, ne? Das finde ich natürlich gut. Aber die Kratzer, ne? Da, ich bin auch so ein bisschen, ich bin wirklich fimpschig, was so Kratzer angeht. Das kann ich nicht so gut leiden. Wenn das hier wird so gehen, aber ärgerlich ist trotzdem. Naja. Immerhin, ich sehe, wir haben ein extrem gut verstärktes hinteres Schutzblech und er steht auch schön schräg. Also das finde ich schon mal sehr in Ordnung. Gut. So, jetzt bin ich mit den Schraubertätigkeiten fertig. Also die Lampe hier einzuschrauben, das war gar nicht so einfach. Das ging wirklich sehr, sehr schwer. Mit dem Lenker ging es umso einfacher, weil die ganze Elektronik schon verbunden war. Was man jetzt sagen muss und was ich auch auf der anderen Seite sehe, also der wurde beim Transport wirklich sehr schlecht behandelt. Ja, also überall sind schon Kratzer dran, gerade so hier in dem Bereich, viele, viele Kratzer. Hier haben wir schon, wie man sieht, einen kaputten Reflektor. Auf der anderen Seite ist der heil geblieben, aber das geht natürlich gar nicht, ne? Also auch wenn das nur so ein Euro-Ersatzteil ist, aber es nervt mich einfach. Was mir auf jeden Fall direkt positiv auffällt, ist, dass es ansonsten extrem stabil verarbeitet ist, ne? Also es ist schon ein mittelschwerer Knaller. Wir haben hier 10 Zoll Honeycomb-Reifen, sieht man ja. Und das sieht auch so aus, als würden die tatsächlich so minimal nachgeben, aber 10 Zoll ist natürlich schon mal gar nicht schlecht. Wir haben extrem viel Bodenfreiheit, das sieht man ja hier, ne? Also echt ein Knaller und der steht auch schön schräg, also den kann man gut abstellen. Ja, die Schweißnähte und Lackierung und so finde ich okay, ja, ist nicht weltbewegend gut, also, aber es ist in Ordnung, ne? Wir haben einige Farbfehler dran. Und wie gesagt, das mit den Kratzern, mit den Transportschäden, da kann jetzt Denver Electronics nicht für, aber das geht mir wirklich schwer auf die Nerven. Ansonsten, wie gesagt, 10 Zoll Honeycomb, 350 Watt Heckmotor. Ich gucke auch gleich mal, welche Geschwindigkeit der auf dem Tacho zumindest dann damit anzeigt. Das Display ist relativ klar ein 9-Bot-Display. Das fällt mir hier auch schon bei den Griffen auf und auch bei dem Klappmechanismus. Hinten zumindest, hier vorne, das sieht sehr soflowig aus, ehrlich gesagt. Macht auf jeden Fall einen sehr stabilen Eindruck. Schön schmales Trittbrett. Hier haben wir ein ordentliches Grip-Tape. Das ist auch ordentlich aufgeklebt worden, also da kann man sich nicht beschweren. Aktueller Minuspunkt ist eigentlich nur die Kratzer und wie gesagt hier der Reflektor, aber das wird ja nicht bei allen so sein. Das ist halt ein Transportschaden. Was mir gut gefällt, ist, dass die Schrauben hier schön bündig sind. Ja, also da rappt man sich nichts auf oder so. Und es sind Kreuzschlitz und keine Innensechskant. Fand ich auch mal ganz spannend. Ja, ich möchte sonst nicht zu viel zu dem Gerät sagen, außer dass wir hier vorne übrigens noch ein Federbein verbaut haben. Also große Reifen, Federbein. Ja. Und alles Weitere sage ich euch natürlich dann bei Test und Review, sonst seid ihr ja gar nicht mehr da aufgeregt drauf. Aber was ich jetzt noch mache, ich drehe einmal den Motor durch und sage euch dann, wie schnell der auf dem Display anzeigt. Euch zeige ich das Display und so jetzt noch nicht, ne? Sonst haben wir ja gar nichts Spannendes mehr für Test und Review. Was ich euch auf jeden Fall vorab sagen kann, also 20 km/h gnadenlos abgeriegelt. Und das Display sieht wie gesagt sehr neinbottig aus. Ja, war jetzt natürlich nur ein ganz kurzes Video. Voll integrierte Beleuchtung, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Wir haben hinten, wie gesagt, eine elektronische und eine Scheibenbremse. Wir haben die großen Reifen, eine sehr stabile Verarbeitung. Vor allen Dingen gefällt mir das mit dem hinteren Schutzblech sehr, sehr gut. Ich gucke mal, ob ich es gerade mal hoch machen kann. Er wiegt allerdings auch ein bisschen was. Er hat natürlich 10 Ampere-Stunden. Ich weiß jetzt nicht genau, was er wiegt. Ich gucke mal in die Datenbestätigung. Übrigens 350 Watt Nenndauerleistung, ne? Also in den Papieren steht das auch so drin. Wir haben ja ganz oft 350 Watt Motoren und da steht dann so 220 als Nenndauerleistung drin. Aber hier sind 350 Watt Nenndauerleistung. So, Gewicht. Bla bla bla. Ja, wiegt 16,5 Kilogramm, ist aber auch bei 10 Ampere-Stunden ziemlich wahrscheinlich. Außerdem haben wir hier diese großen Honeycomb-Reifen, die sind halt auch sehr schwer. Aber was wirklich ein Knaller ist, ist diese extrem gute Bodenfreiheit. Ach, wisst ihr was? Was soll ich denn hier lange rum erzählen? Wir gucken uns natürlich Test und Review dazu an. Ich hoffe, das kleine Unboxing hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, folgt mir auf Instagram, bla bla bla. Habt noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Euer Vika. Bye!